Hier sind wir auch wieder bei Rayman 3, diesmal ohne Spielfehler da oben hängen und so, ne? Bisschen auch vom letzten Part, als ich mich verabschiedet habe, sind wir da oben hängen geblieben. Jedoch ist es jetzt nicht passiert und wir gehen hier doch einfach mal direkt weiter. So, hier mal die kurz alle wegownen, so. Schön, schön, ging ja ganz schnell. Und wir gehen hier jetzt einfach mal hoch durch diesen Gang hier. Och nee, ne? Ich erinnere mich. Scheiße war das, richtig scheiße war das. Ich glaube, hier, nee, oder? Wartet mal. Doch, das könnte passen, denn wir müssen jetzt das Ei auf die andere Seite tragen, jedoch diese Wege können einstürzen. So, ich nehme mal kurz das Ei und teste mal kurz was. So, hier die Kamera sich dann an. Okay. Okay, hier ist schon mal nicht eingestürzt. Okay. Oh mein Gott, ich hab voll Angst. Niemals. Oh, scheiße. Okay, da war es schon mal nicht. Aber dann weiß ich jetzt, glaube ich, wie der Weg ist. Hier, nimm mal. So. Ey, jetzt so. Okay. Ja, so ist der Weg, wie ich jetzt gerade gehe. Definitiv, ja, das wird passen, Mann. Jetzt einfach nur schräg darüber, ist das richtig? Nein, war es nicht. Egal, dann war es doch hier lang, oder? Ja, ich denke mal so. Ah ja, das war richtig, gut. Ich habe hier schon mal richtig lange gesessen, als ich das noch nicht wusste, wo es lang gehen. Oh mein Gott, habe ich hier lange dran gesessen. Egal, wir haben es jetzt eigentlich ganz schnell geschafft. Und hier noch direkt weiter. Weiter, heiter, so. Hier ist der Weg versperrt. Müssen wir da runterjumpen? Ich denke mal, ne? So. Oh, da kommt klar, Mann. Was kommt da? Oh, wir können die Kamera sich nicht ändern, okay. Nicht, dass von da auch klar kommt, aber zum Glück nicht. Wow. Okay. Ey. So. Wir haben hier schon wieder diese grüne Sülzenkacke hier, Mann. Der will doch keinen haben. Und ich höre hier irgendwo einen Käfig, jedoch weiß ich nicht, wo der ist. Oder weiß ich doch. Was ist denn hier, Mann? Der war ich ja noch nie. Wow, geil, Mann. Ein grüner Kristall. So, komm, die anderen sammeln wir euch jetzt auch einfach ein. Warum denn nicht, ne? So. Wo kommen wir denn hier jetzt? Alter, wo sind wir, Mann? Hm. Ich hab grad keine Ahnung, wo wir sind. Wir haben gerade irgendwo so einen Geheimraum. Alter Schwede, gibt's hier viele. Kristalle. So. Von da kommen jetzt wieder die Knarren. Nee. Hä? Hä? Waren die da nicht eben hier? Ey, ich hab grad echt keine Ahnung, wo wir sind. Ich glaub. Ah, okay. Ja, okay. Jetzt sind wir da, wo wir eben auch waren. Okay, diesmal nehmen wir. Autsch. Diesmal nehmen wir aber nicht den anderen Weg und versuchen den Käfig zu finden, weil dann verlaufe ich ihn nur wieder und dann dauert es lange und dann ist doch blöd. So. Nein. So. Ganz schnell da. Oh, Alter. Da ist der Käfig. So, okay. Okay. So. Der war ja eigentlich gar nicht mal so versteckt. Warum habe ich den nicht vorher schon gefunden? Was hat der gegeben? Ach, nur Kristall. Okay, die lassen wir da jetzt mal aber einfach mal liegen. So. Ja, ich fühle mich auch einsam, weißt du? So, hier müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder abstürzen, oder? Hier stürzt um einen, Mann. Geht das nicht schneller? Ja, von da kommen jetzt Knarre. Ey, Mann, ihr Schweine. Oh, Alter. Ja, von hier müssen wir wieder runterfallen. Komm schon. Gib's mir an. Jetzt fall doch. So, schön. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, dann ist das hier gleich schon die Stelle, wo wir gegen einen Endgegner kämpfen müssen. Und zwar gegen einen der Knarren. Und zwar gegen den müssen wir dann einen Fight machen. Nicht clever aus, Fremdling. Das ist gut. Ich mag kluge Leute. Ihr Hirn schmeckt viel besser. Irgendwie habe ich nur etwas mit Hirn verstanden, mehr aber auch nicht. So, jetzt kommt nämlich, glaube ich, der Fight gegen den. Ja, da sieht man schon in der Arena, wir werden auch im Käfig hineingetragen, da wir gerade gefangen genommen wurden. Man sieht Globox im Hintergrund auch in einem Käfig. Das wird bestimmt gleich auch nochmal gezeigt. Da! Da ist Globox auch in dem Käfig. Der König ist so geil. Ich sagte Ruhe!
Der kleine Pups ist der König von den ganzen Knarren, ey, so geil. Wirf du schnell ein, du dämliche Kröte! Reflux ist mein Kämpchen und kein Knarren hat ihn je besiegen können! Aber kleiner Pups, die Raymond wird ihn besiegen, ne? Ja. Nein, Malibert, ich bin sicher, dass dein Freund in der Arena erstrahlen wird, sobald Reflux ihn in Brand gesteckt hat. Der Kampf würde beginnen! So, und jetzt, nee, jetzt noch nicht. So, jetzt müssen wir mal gegen ihn fighten. Und wir gehen hier einfach mal hier so an dem Netz lang, damit der uns nicht trifft. Und haben uns gerade mal den Skill geholt, denn dann machen wir einfach mehr Damage und, ne, dann geht er schneller down, wisst ihr Bescheid. So, da kannst du jetzt auch mal mit deinem Gedreh da aufhören, Mann. Ist nicht cool. Manchmal habe ich... Nein. Okay, ist alles okay. Jetzt hier, wir müssen nämlich jetzt immer auf seinen Stab down, da der Stab irgendwie seine Kraft ist und alles mögliche, keine Ahnung. Der Gegner ist zwar nicht sonderlich stark, sondern der, ja, der dauert. Das ist das Problem. Weil man den immer nur so wenig Damage machen kann, wenn man überhaupt mal Damage machen kann. Verdammt! Ich hab gerade einmal kurz nicht aufgepasst und dann fällt man direkt runter, ne? Kennt man ja so. Kannst du jetzt mal aufhören, jemand? Oh, Alter. Ich hasse es immer wieder, gegen ihn zu kämpfen. Weil das einfach so lange dauert immer, ey. Das ist so brutal. Ich meine, guck mal, wie wenig Damage wir ihn gemacht haben. Und wie lang seine Leistung noch ist und Mann, ey. Das ist doch nicht cool. Also diesen Part werden wir definitiv nicht mehr schaffen. Das weiß ich jetzt schon. So, jetzt aber voll jeden. Nein, verdammt. Jetzt einfach ganz schnell draufkloppen. Oh, schon wieder dreht er sich, ey. Guck mal, wie wenig Damage man den nur machen kann immer. Pro, Damage nach Zeit. Egal. So. Oh, die Mucke ist cool. Oh Mann, ey. Das ist nicht cool, Mann. Das ist echt nicht cool. Jetzt hör doch mal auf, Mann. Spin, Baby, Spin, Baby. Der hat uns was eingeholt. Alter, war das gerade knapp. Das war gerade richtig knapp. So, einfach wieder raufgucken. Hier, stirb, Mann, stirb. So, und er fängt sich direkt wieder an, hier zu drehen, ey. Der hat auch irgendwelche Krankheiten, glaube ich. Die I must me drehen. Ihre Krankheit, was weiß ich. Oh, oh, alter Mann. Alter Schwede. Komm, ist mir doch egal, wenn wir jetzt getroffen werden. Oder auch nicht. So, jetzt hier, Mann. Jetzt. Oh, alter Schwede, wie oft macht das denn noch? Jetzt hier ganz schnell wieder auf den Stab draufkloppen, Mann. Genau, so. Und unser Skill ist doch schon wieder weg. Okay. Ich kann nicht so viel sprechen, da ich mich hier schon ein bisschen konzentrieren muss, aber ich versuche trotzdem noch ein bisschen was zu erzählen oder rumzuschreien. Jetzt bleibe ich jetzt einfach ganz locker. Locker ist doch immer besser. Einfach cool bleiben, dann kann man ja schon besser besiegen, ne? Ja. Ja, komm, du willst mich sowieso nicht einholen, Mann. Ja. Ja, komm, mach den Stopp hier wieder. Ja. So, kann ich hier wieder trappen. Ja, das ist aber langweilig so. Hätte mal einen Trap. Mann, wo ich hier wieder anfange, so emotional zu reden, kommt hier so ein Mini-Video oder was? Ach nee, das ist das hier, ja. Jetzt brennt der Boden einfach ein bisschen. Soll uns wohl erschieren oder sowas, keine Ahnung. Oh ja. Mann, ich hab keinen Bock, dass ich hier runterfalle. Ich weiß nicht, ist er instant dead oder krieg ich nur ein bisschen Schaden? Wenn er instant dead wäre, dann wäre das echt scheiße. Einem runterfallen, alles von neu machen. Wenn wir uns vielleicht sogar beeilen, können wir den diesem Part noch fertig machen. Vielleicht muss ich dann ein bisschen mehr als die 15 Minuten überziehen, aber komm, das kriegen wir doch jetzt noch hin.
Uiuiui, du Mino. Das sind immer so einfache Jump-Aufgaben. Okay, das ja, ist auch einfach und ich werde direkt getroffen. Ne? Komm, jetzt hier, mach mal, hör auf. Hör auf, du willst es auch nicht. So, hier sind wir aufklopfen und... Bam, 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 zack, zack, und... Ra, so. Mann, wir könnten den sogar wirklich noch schaffen, Mann. Autsch. So. Dass der Boden bringt, ist so unnötig irgendwie, das schadet irgendwie ja nicht. So. Nein. Jetzt war er wieder sein Start und ich wollte eigentlich den Spiel wieder machen, weil irgendwas was leer ist. Aber okay. Oh nein, jetzt macht er nochmal diese Feuerdinger. Ich denke wirklich, das erschwert uns das, aber... Nee. Uah. So. Da bin er da. So, okay. Der ist auch gleich schon down, Mann. Wir können das ja wirklich in diesem Part noch schaffen. Alter, Mann, der ist schneller als wir. Gibt's doch gar nicht, Mann. Gibt's doch gar nicht. Wir brauchen einen Skill, Mann. Wo sind wir? Wo sind wir? Wir brauchen den scheiß Skill. Oh, verdammt. Es hat richtig knapp gerade noch gereicht, ey. Boah, war das knapp. Nein, es hat doch nicht gereicht, oder was? Ach, verdammt, ey. Jetzt hier. Noch ein Schlag und er ist da. Und noch ein einziger Schlag. Das gibt's dann. Was ist das, Mann? Noch ein einziger Schlag, ey. Alter Schwede, das gibt's doch nicht. Okay, wir werden ihn definitiv in diesem Part noch schaffen. Wenn ich jetzt hier... Wow. Okay, zum Glück kein Instant Death. Das wäre richtig mies. Das wäre sowas von mies. Ich glaube, dann hätte ich den ganz schnell ausgehen, bis so weit fertig gemacht. Okay, egal. Wow. Alter, wie schnell hat diese Dinger jetzt noch? Mit der den Stock oder wie sieht das aus? Hier andere Länder, andere Sitten, wa? Egal. Ja, Mann, ich will dich down machen. Scheiße, Mann. Und der. Oh, geil. Und er ist down. Wir haben es geschafft. Raven, super. Yeah, Raven. Halt die Klappe, Globox. Sag ich doch. Direkt ganz bam bam, geil, Mann. Und wir haben den wirklich geschafft, ey, geil. Geil, was wir danach können, ey. Das ist so geil. So, jetzt haben wir auch die Kräfte von Leptis hier bekommen. Und wir, ich sag mal, wenn hier jetzt kein Video oder sowas kommt, dürfte eigentlich nicht, ne? Okay, ich sag dann einfach mal Tschüss für diesen Part und dann sehen wir uns im nächsten Mal.